vorstellen. Meine Brüste, meine Scheide. Hallo. Ich bin eine Frau. Scheide. Also ich sage Mumu. Warum gibt es für Penis und Scheide so viele heimliche und verbotene und verniedlichende Namen? Ja, weil sich keiner traut, Penis oder Scheide zu sagen. Und deswegen weichen alle aus auf diese heimlichen, verbotenen und verniedlichenden Namen, weil kein Mensch darüber reden will oder kann. Hä, hey, was? Darüber spricht man nicht? Aber das ist doch natürlich. Wieso denn eigentlich nicht? Weil es irgendwie doch was Verbotenes ist? Ja, aber warum? Keine Ahnung. Ja, komisch. Komisch. Nicht gut. Nicht gut. Also das geht für euch natürlich auch, ne? Wenn ihr etwas nicht möchtet, dann sagt ihr, ich möchte das nicht. Stopp! Ja? Das ist ja nicht. Das können wir auch gerne mal gemeinsam sagen. Auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Stopp! Jedes Mädchen und jede Frau hat in ihrem Bauch zwei Eierstöcke. Einen rechts und einen links. Und die führen über den Eileiter in die Gebärmutter. Die ist faustgroß und sitzt ungefähr hier. Und von der Gebärmutter führt ein Weg direkt zur Scheide. Die ist hier. Und in diesen Eierstöcken, da befinden sich ganz viele kleine Eier drin. Also. Ich bin das Ei. Ich bin endlich reif. Ich bin reif, um befruchtet zu werden. Ich bin endlich reif. Ich Eisprung. Und eure Hände sind jetzt diese kleinen Härchen. Und wir brauchen eure Hände im ganzen Theater. Und die schieben das Ei durch den Eileiter zur Gebärmutter. Schieben? Genau. Denn aus diesem Ei hier wird ein Kind. Sehr gut. Alle Hände. Wir brauchen alle eure Hände. Eier schieben. Sehr gut. Das macht sie toll. Jeder Mensch liebt, wenn man ihn lieb hat. Jeder Mensch liebt, wenn man ihn lieb hat. Jeder Mensch. So nochmal. Jeder Mensch. Genau. Jeder Mensch. Alle. Jeder Mensch liebt, wenn man ihn lieb hat.